Also erstmal freue ich mich sehr, dass unser Landrat Dr. Olaf Gehrke heute hier ist, um sich ein Bild von Warendorf zu machen. Er kennt sich ja gut aus hier in der Szene, hat mich ja auch in vielen Projekten unterstützt. Und wir haben angefangen bei dem Baugebiet in De Brinke, haben uns das größte Baugebiet, was glaube ich in der Geschichte von Warendorf jemals realisiert wurde, das ist ein eigener Stadtteil mit 500 Wohneinheiten, angeschaut mit einer total innovativen Wärmeversorgung. Das kalte Fernwärmenetz funktioniert so, dass wir 130 Bohrungen von jeweils 150 Meter Tiefe rund um das neue Baugebiet machen werden. Da wird Wärme aus dem Erdreich gewonnen. Sie brauchen keine Technik mehr, Sie brauchen keine Solaranlage auf dem Dach, Sie brauchen keine Wärmepumpe im Garten, Sie brauchen keine Pelletheizung. Das erledigen wir alles für Sie. Im Sommer kann man das Ganze auch als Kühlung nutzen. Und das ist in dieser Größenordnung in Deutschland bisher nicht so gebaut worden. Keine fossilen Energien, die dort verwendet werden, sondern nur moderne Energieformen. Ein Top-Baugebiet für zukünftige Familien, die hier leben werden. Das Zweite, wir stehen hier bei einer Kooperation von Windmöller und Hölscher und Hafer und Böcker, ein Top-Unternehmen, das Maschinen für die Verpackungsindustrie hier erstellen wird. Die werden in die ganze Welt ausgeliefert. Hier werden über 200 Arbeitsplätze in einem Top-Unternehmen entstehen. Und das ist doch ein tolles Bild hier für die Stadt Warendorf. Zuwachs bei Einwohnerinnen und Einwohnern, eine Zukunft für junge Familien und die passenden Arbeitsplätze hier vor der Tür. Und wenn man den Mais sieht, mitten in unserer Landschaft, das heißt in einer tollen ländlichen Umgebung. Also die Stadt Warendorf ist in einer Top-Entwicklung und davon konnte ich mich mit Bürgermeister Axel Linke heute wieder mal überzeugen.